Hast du eigentlich Geschwister? Und wenn ja, wie lautet bei euch die Geschwisterfolge? Ich will es an meinem Fall mal klar machen, was mit Geschwisterfolge gemeint ist. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine noch jüngere Schwester. Das heißt, bei uns lautet die Geschwisterfolge Junge, also ich, dann mein Bruder, also nochmal Junge, und schließlich meine Schwester, also Mädchen. Hätte ich jetzt noch drei Geschwister, ich will einfach mal das jetzt in der Fantasie fortspinnen, könnte es ja sein, dass danach wieder ein Junge geboren wurde, dann ein Mädchen und dann noch ein Mädchen. Das wäre also jetzt eine mögliche Geschwisterfolge bei sechs Kindern. Die Frage ist, wie viele Folgen gibt es insgesamt bei sechs Kindern? Und das kann man sich an einem Baumdiagramm ganz gut überlegen. Bei einem Kind ist das Ganze noch recht überschaubar. Da hat man Junge oder Mädchen zur Auswahl. Kommt jetzt ein zweites Kind, also ein Geschwister dazu? Kommt natürlich hier die Möglichkeit Junge und Mädchen dazu. Und auch hier. Bedeutet also, bei zwei Geschwistern hat man insgesamt vier mögliche Geschwisterfolgen, nämlich Junge Junge oder Junge Mädchen oder Mädchen Junge oder Mädchen Mädchen. Ich denke, bisher ist es noch recht überschaubar. Und ihr seht, dass die Anzahl der Folgen immer einfach da unten abgezählt werden kann. Also hier haben wir vier Folgen, lässt sich leicht abzählen. Wie schaut es beim dritten Kind aus? Ich kann von jedem dieser Folgen, die bereits schon da sind, wiederum zwei Äste weggehen lassen. Also auch hier die Möglichkeit Junge oder Mädchen. Das heißt, ich habe bis hierhin die Folge Junge, Junge, Junge oder Junge, Junge, Mädchen. Und das Gleiche kann ich natürlich hier machen und hier und hier. Wie viele Folgen ergeben sich daraus? Man muss nur abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt schaut euch diese Zahl mal an. Also hier 2. Beim nächsten Geschwister 4, beim nächsten Geschwister 8. Das sieht man doch, wie die Sache jetzt eigentlich funktioniert. Pro Geschwister kommt das Doppelte an möglichen Geschwisterfolgen oder erhält man das Doppelte an möglichen Geschwisterfolgen. Das heißt, bei vier Kindern hat man dann natürlich 16 mögliche Folgen. Die 8 einfach verdoppeln. Bei fünf Kindern hat man 32 mögliche Folgen und bei sechs Kindern 64. Und das ist die Antwort.